Born. Mario's Redrawn's Adventure. Oh, Leute. Ich weiß nicht, manchmal lässt man sich auch so ein bisschen von Optik herleiten, ne, bei Super SMW Central und dann denke ich mir, ja, das sieht schön aus, das muss Spaß machen. Das ist manchmal aber richtig auf die Nase gefallen damit. Welcome, it appears that Peach has been kidnapped again by Bowser, but something seems different. Ja, es sieht alles anders aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Dann wollen wir mal. Start Point. Ja, genau. Grassy Start. Ha. Let's have a grassy start. Das ist auch so eine Überredung da bei Kiffern. Weißt du, die stehen dann so richtig schön in so einer Bude zusammen. Also, let's have a grassy start. This peculiar block is a message block. Sometimes they can contain helpful tips during your adventure. Oh ja, sag mal. Ich möchte mal ganz kurz überlegen. Also, gibt es einen Menschen auf diesem Planeten, ne, der nicht weiß, was das ist? Also, und der trotzdem hier so Mario spielt? Halte ich für Unsinn. Und für sehr weit hergeholt. Also beides. Also Unsinn und sehr weit hergeholt. So, Kinder, wie war denn euer Tag? Nee, erzählt jetzt echt mal. Also, jetzt mal. Vielleicht habt ihr ja was Schönes erlebt heute. Kann ja sein. Falls nicht, dann mein Beileid. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil wenn ihr nichts Schönes erlebt habt, dann habt ihr ja erstmal nichts Schlimmes erlebt. Und das ist eigentlich auch schon mal relativ viel wert. Vor allem momentan, wo versucht der ganze Gazastreifen uns gegenseitig kaputt zu fletschen. Und dann, wenn wir da noch jeden Tag aufwachen, dann ist da eigentlich schon mal ein Geschenk. Ja, kriegt man hier nicht mit, aber das ist ein Problem. You will find Star Coins in almost every level. Collect 3 of them in a level to get a free 1-up. Yeah, baby. Das ist ja wie bei MGU 2. Das ist ja viel besser. Bye, das ist voll geil, ey. Schön durch die Röhre gucken hier. Geil. Oh, das ist voll wie Piraten hier. Wo kommen diese Grafiken eigentlich her? Sind die aus so einem blödsinnigen Paper Mario Style Adventure oder was? Ich habe das nie gespielt. Das sind so Dinge, die sind total an mir vorbeigegangen. Zum Beispiel die ganzen Advance-Spiele, die es da gegeben hat. Und nie. Warum? Ich habe auch nie wirklich das Bedürfnis gehabt, irgendwas davon zu spielen. Und dann habe ich solche Leute wie Emperor Fourfold dann die gar nicht mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Ich weiß nur, dass der böse ist aus irgendeinem Mario-Spiel. Mehr weiß ich auch nicht. Nee, weiß ich echt nicht. Also nicht hier Fourfold. Also Fourfold! Nee, nicht. Sondern hier ja, dieser Spiel für Charakter hier. Fourfold, fühl dich mal gegrüßt. Hier, Brofist. Fourfold! Oh ja. Wenn ich schon Brofist mache, merke ich, dass ich mir wieder pumpen gehen. Ja, das kommt von nix kommt nichts, Freunde. Ist einfach so. 17 Exits wurden mir hier angeschlagen. Mal gucken, wie viele wir davon finden. Wahrscheinlich alle. Nein, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen oder weinen ganz laut oder irgendwie so. Aber das muss ja nicht euer Problem sein, wenn ich hier heule. Das kann ja euch egal sein. Ist es wahrscheinlich auch. Okay, jetzt kommt hier... Du Lachsnacken, ey. Dich mochte ich nicht in allen Spielen, wo du mitgemacht hast. Ich weiß nicht, so Yoshi's Island war das, ne? Wollen wir mal ehrlich sein. Also, ich habe mir diesen SGDQ dazu angeguckt. War das SGDQ oder AGDQ? Ist egal. Auf jeden Fall ein Speedrun dazu. Relativ gut. Der Mann, der es gemacht hat, war auch ziemlich gut drauf und Spaß gemacht, dem zuzugucken. Das ist auch mal ziemlich wichtig, finde ich, für einen Speedrun. Wenn du da so einen Kerlo hast, der dann die ganze Zeit nur böse guckt und dann macht das keinen Spaß. Aber der war lustig. Nicht so lustig wie Golden, aber lustig. Ich weiß, ich bin ein kleiner Golden-Fanboy geworden. Ist einfach so. Falls ihr den nicht kennt, habt ihr was verpasst? Golden schreibt man G-O-1-D-E-N. Ist ziemlich sympathisch. Hat, glaube ich, keine Videos auf YouTube, sondern nur einen Twitch-Kanal. Aber da hat er auch nochmal die ganzen Videos noch zu freien Verfügbarkeit drin. Okay, jetzt schießen wir hier. Ja. Jetzt zack. Ja. Das war spaßig, aber dann haben die dann gesagt bei diesem Speedrun, dass man schon merken würde, dass Yoshi's Island viel, viel später erschienen ist als Super Mario World. Und ich finde, für mich war Super Mario World von der Steuerung her viel, viel griffiger. Natürlich, die haben viel, viel mehr aus diesem Super Nintendo rausgeholt bei Yoshi's Island. Würde ich auch sagen, wenn die ganzen Layers hier da reingemacht werden und die Grafik sieht auch unheimlich genial aus, aber irgendwie hat mir immer... Ja, Super Mario World erstmal mehr Spaß gemacht. Weil ich da jetzt keinen Bock mehr hatte auf, ja, 100 Münzen sammeln. Nee, wie war das? 20 Rude Münzen?
musstest du sammeln, 30 von diesen komischen Sternen. Das heißt, du durftest da nicht auch nochmal am Ende mal einen drüber kriegen, weil dann war es nämlich selbst der Gekniffene. Und was gab's noch? Die Blumen da, glaube ich. 5 Stück von denen musstest du sammeln, sonst konntest du auch nicht auf 100% machen. Ich meine, du kannst es durchspielen, ohne auf 100% zu machen. Aber dann ist es so, dass du das Spiel nicht komplett gemacht hast, weil dir ein paar Levels fehlen. Und diese Bonus-Levels da bei Yoshi's Island, machen wir uns nichts vor, die waren richtig Lucifer-mäßig, zumindest teilweise. Die fand ich schon unglaublich schwierig. Weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht fandet ihr die ja einfach und ich bin einfach nur schlecht, aber... dann teilweise da auch die 100% zu machen. Und irgendwann hatte ich das auf dem Game Boy Advance und dann musste ich das auch noch... ich weiß nicht, irgendwie ist da so ein Gen bei mir. Das ist dann... haben viele Leute einfach mal alles durchgespielt haben. 100% Run. Umso erstaunlicher ist es für mich, dass diese Speedrunner das auch im 100% Run machen. Die gehen da einfach durch und fletschen alles und rennen und rennen und rennen und zack, haben sie auf einmal die 100%. Und denke ich mir, wie könnte das angehen? Wie ich einmal gesagt hatte, diese Lunar Dragon Challenge, wie die da spielen. Also innerhalb von 1,75 Stunden, vielleicht 2 Stunden, spielen komplett Super Mario World durch mit allen Monden und den Dragon Coins. Das heißt, dass sie ja nicht nur die ganze Zeit rüberfliegen, sondern auch durch die Level rennen müssen und die Dragon Coins sammeln müssen. Das ist schon ziemlich heftig. Aber das war so ein bisschen der Grund für mich, warum in unserer Generation so viele Frauen enttäuscht werden. Bisschen Nummer, Maddie. Ist echt, machst du gut. Vielleicht von der anderen Seite. Hallo, bist wieder da? Ja, natürlich ist der wieder da. Bist aber so ein Friss- oder Stirb-Cooper, ne? So einer, der nicht aus seinem Haus rausgeballert wird. Maddie, was machst du da? Komm. Hallo! Das ist doch wohl nicht so schwierig. Mann! Wieso kann ich das nicht mehr? Nochmal. Jetzt so drunter. Das gibt's nicht, ey. Das gibt es echt nicht. Okay. Dann machen wir nochmal von hier. Ich glaube, wenn ich hier auf Kante bin. Yeah! Yeah! So muss es. Bringe ich dem Secret Exit natürlich jetzt keinen Meter weiter. Aber haben wir zumindest schon gesehen. Ist schön. Cap Kante. Oh, da habe ich mich ja schon in der Versenkung gesehen. Und ihr mich auch. Komm, gib's mal ganz ehrlich zu. Hey. Was ist hier unten eigentlich? Nix. Jetzt brauche ich nur noch einen Ort, den ich nur mit dem Springboard erreichen kann. Und da oben links habe ich ihn, glaube ich, gefunden. Dann gib mir das Ding auch mal. Backtracking. Oh, so. Ich finde übrigens bei MGU, da haben wir ja viel gemeckert, weil ich es schwierig fand und was ich alles. Aber ich finde die Secret Exits, die waren da eigentlich immer recht kreativ und sinnvoll versteckt. Bei Secret Exits musst du ja eigentlich auch sehen, so von der Karte her, wo könnten die denn sein? Ja, MGU 1 nicht so, aber MGU 2, das ging. MGU 1 war das doch mit diesem komischen, wo man sich irgendwo runterfallen lassen musste und dann weiß man das nicht. Oder irgendwo rauffliegen, das ist ja sogar noch das Allerschärfste. Und dann weiß man das natürlich auch nicht. Kacke alles. Na gut. Ich glaube, hier gibt es ein Switch Palace, deswegen werden wir mal erstmal das hier machen. Ja, machen wir mal ein Switch Palace. Dann ist auch der große Judy-Bär, der sagt dann, ja, ist gut gemacht, Kleiner. Oi. Wollen die mich hier etwa umbringen? Kann es denn sein, dass sie mich hier wirklich versuchen zu töten in diesem Spiel? Sind wir denn schon so weit gekommen? Absoluter Überhammer ist natürlich, dass ich hier keine Items in Superslots packen kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ist gut. Ich habe noch eins in Reserve. Nee. Nee, das geht hier nicht. Da gibt's gleich richtig schön mit der flachen Hand ins Gesicht. Wenn ich da mal einmal meinen Power-Up verliere, dann ist Sense. Dann gibt's da nichts mehr. Dann ist der Bart ab, wie man so schön sagt. Ihr erinnert euch übrigens an den Bierkaktus, ne? Wahrscheinlich. Also ich habe ja einen Kaktus, den ich fast nur mit Bier gieße. Neulich mal so traurig geguckt, deswegen habe ich gedacht, ja, ist vielleicht doch ein wenig zu viel verlangt, den nur mit Bier zu gießen. Und bei mir wird das funktionieren, aber bei ihm nicht. Ich habe ja selber so einen relativ starken Bartwuchs. Und ich weiß nicht mehr, wer das war. War das der Entenmann oder der Mulibert? Wahrscheinlich war es wieder der Mulibert, aber es war eigentlich der Entenmann, aber Mulibert ist einfach alles gewesen. Und habt ihr den Schuss gesehen? Geil, oder?
Nee, wo war ich denn jetzt? War gerade von meiner eigenen Awesomeness so geblendet, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich überhaupt mache. Da fehlt doch noch einiges. Was ist denn da los? Nee, die haben gesagt, dass es bei mir genauso ist. Ich habe einen so stacheligen und starken Bartwuchs wie ein Kaktus, weil ich mich selber auch immer nur mit Bier gieße. Mögen die ja recht haben, ein bisschen. Das Problem bei Bier ist einfach, dass man davon so hart fett wird. Genauso wie von allem Alkohol. Das ist ja immer so. Wenn man irgendwie was Spaßiges hat, dann ist das irgendwie scheiße. Dann kriegt man dadurch immer irgendwelche Nachteile. Cool, Leute, das ist für mich mal ein Switch Palace. So muss es sein. Und jetzt Ende. So wirklich intelligent mit Witzen und Rätseln und keine so eine Gruselmusik wie die letzten. So von wegen, ja, sammel doch deine Finger auf, wenn du Spaß daran hast. Ja, wir haben's geschafft. Wir sind jetzt fancy. Switch Palace ist gepusht. Obwohl ich ja eigentlich mal was ausprobieren wollte, ne? Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal. Ich habe es vergessen, vielleicht schaffe ich es. Keine Ahnung. Jetzt, wo wir im Switch Palace gewesen sind, wird wahrscheinlich nicht der letzte Switch Palace sein, den ich betrete. Bin ich mir ziemlich sicher. Nein, das war jetzt der letzte Switch Palace in meinem Leben. Oh Mann. Das ist natürlich alles viel heftiger, wenn man keine Power-Ups in Reserve hat. Guck mal. Hier, ich drücke Select und nichts passiert. Aber trotzdem haben die da oben dieses Kistchen. Da denkst du auch, ja, du kommst hier nicht ran. Da ist nichts drin. Das ist Psychoterror, Freunde. Mehr ist da nicht. Diese roten Cooperlinge, die sind eigentlich... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Koopas und Cooperlinge? Komm, jetzt, ehrlich, jetzt. Tacheles, Lachs auf den Tisch. Für alle von euch, die Nintendo-Zeitschriften damals gelesen haben. Da stand das wahrscheinlich drin. Was ist da der Unterschied? Weiß das irgendjemand? Es gab ja damals dieses Club Nintendo Magazin, das war super fancy. Ich fand die Comics da drin immer so klasse. Da waren so die Helden, die man so kennt, weißt du, Super Mario, Donkey Kong, Wario und so weiter. Obwohl Donkey Kong Zeit seines Lebens da, glaube ich, immer als Bösewicht klassifiziert wurde. Na, das tut mir ein bisschen leid, aber wer zu Microsoft überläuft, ich meine, hallo. Da gibt's doch keine Diskussion. Nö, gibt's echt nicht. Obwohl ich glaube, dass Nintendo immer noch die Rechte an Donkey Kong hat. Nur nicht an so fancy Kreaturen wie Conker oder Banjo und Kazooie. Und so grausam. Ne, ja, das fand ich super. Das hat immer Spaß gemacht, die Dinger zu lesen. Es gab ja so hauseigene Donkey Kong Comics auch in so einem Spieleberater. Da waren die mal alle drin. Da ging es um Donkey Kong Country, meine ich. So richtig schön mit Comics, ja, das hat Spaß gemacht. Auch so. Ein Bowser. In mechanisch. Das ist Dance, Leute! Ja, dann save ich mich durch. Dance ist meine Nemesis. Vor allem, wenn das so ein Mecha-Dance ist, der auch noch... Hallo, und Dance. Au. So, Schluss mit Dance. Dance ist weg. Ich hasse Dance. Ich weiß nicht, das war auch hier Super Mario. Also Mario ist auf, das war scheiße. Nee, Dance, immer. Ich bin Dance, guck mal, ich laufe im Kreis und hau mich kaputt. Und irgendwann war ihm ja so die Gehirnsuppe so am Auslaufen. Und dann war für mich sowieso vorbei. Komm, den machen wir noch. You can use the spin jump to jump over spiky enemies without getting hurt. Try it. Haben wir eigentlich, apropos spin jump, das ist kein spiky enemy, das ist ein brennenden enemy hier. Würdest du bitte den Unterschied erkennen, liebes Spiel? Und könntest du aufhören mit dieser New Super Mario Brothers DS-Musik? Ja, nee, jetzt ist... Okay. Morgen geht's weiter. Oder übermorgen, oder... Pff.